Hallöchen und willkommen hier zurück zu unserem Landwirtschaftssimulator Let's Traktor Battle. Warum sage ich Let's Traktor Battle? Keine Ahnung. Wir sind am Ende dieses Feldes angekommen. Juhu. Werden den schon mal so ein bisschen schlängelnderweise entleeren. Bis wir da am Ende vom Feld angekommen sind. Ja, ich bin noch nicht ganz wieder reingefuchst in die Steuerung. Es ist ja auch sehr tricky. So. Juhu. Der dürfte... Wow, ist das Feld größer? Ja, stimmt, das war größer. Ja, Motor ist auf. Ah, klar. Knapp. So. So, wir müssen noch schnell die Ränder sauber machen. So. Drehe. So, wir haben ja heute den 3. Dezember. Ja, haben wir. Und da liegt mir doch ein Thema auf der Brust. Was wünscht ihr euch eigentlich so zu Weihnachten? Also ich habe ja mitbekommen, ich habe ja eher ein jüngeres Publikum. Also so im Durchschnitt gesehen sind die meisten, also im Durchschnitt so um die, ich sag mal 12 bis 16 ist glaube ich die Kategorie auf YouTube. Was nicht schlimm ist, aber trotzdem... ist ja eigentlich egal, wie jung, wie alt ihr seid. Man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Ich bin 7 gefühlt. Und wie gesagt, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Und wie hoch sind die Chancen, dass dies eigentlich in Erfüllung geht? Jetzt bitte nicht so was Klischeehaftes wie Weltfrieden. Das gibt's nicht. Oder eine Demokratie, die funktioniert. Geht auch nicht. Aber so mal generell, was wünscht ihr euch so? Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin immer so einer, der nicht weiß, was er will. Also ich werde ja zweimal pro Jahr von meiner Frau gefragt, was wünschst du dir? Einmal zu meinem Wurzeltag und einmal zu Weihnachten. Und jedes Mal lautet die Antwort, keine Ahnung, überrasch mich. Und dann kommen so Fragen wie, ja, woher soll ich denn wissen, was du haben willst? Ja, woher soll ich das wissen? Hallo? Ja, keine Ahnung. Nee, echt, ich weiß nie, was, wenn mich Menschen fragen, was wünschst du dir zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu andere Tage gibt's nichts, wo man sich verschenkt. Fertig. Hochzeitstag. Ja, hat aber nicht jeder Mensch. Nee, ganz im Ernst, dann weiß ich echt nicht, was ich mir wünschen soll. Da stehe ich meist da und denke mir, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, den Tag würde ich am liebsten vergessen. Ich weiß es nicht. Echt nicht. Ich habe mir auch dies Jahr nichts gewünscht. Ich habe zwar was, also Frauchen hat mir was gekauft, ich weiß nur nicht was. Sie hat es ja gekonnt versteckt. Also im Wohnzimmer, da wo ich es gesehen habe. In einem Karton. Ich werde aber nicht reinschauen, haha. Nein, so assi bin ich natürlich nicht. Ich schaue natürlich nicht in mein Weihnachtsgeschenk vorher rein. Wäre ja schlimm. Ich... weiß es nicht, ich weiß nur, es ist schwer. Weil sie hat daneben ein Paket von einem Kollegen aufbewahrt. Für denjenigen, den er beschenkt. Ich weiß gar nicht, für wen das war. Frau, Kind, keine Ahnung. Und da war wohl, das war genau von demselben Online-Lieferservice geliefert worden. Online-Versandhandel gedünst. War daneben und dann meinte sie so zu mir, pack mal das Paket von ihm ein. Welches ist denn seins? Das kleinere. Clevere Antwort. Ich schau da mal rein, was die Klasse das kleinere ist. Problem war, beide Pakete waren gleich groß. Mhm. Da kommt so die große Frage, was ist denn das kleinere, wenn beide gleich groß sind? Ich habe mich dann für
eins der zwei entschieden, dass was leichter war. Sie meint, es war richtig. Wir werden sehen. So. Ich bin gespannt, was drin ist, und ich weiß echt noch nicht, was ich meiner besseren Hälfte zu Weihnachten schenken soll. Wir feiern ja dieses Jahr bei ihrer Schwester, glaube ich, ja. Und ja, da kann man ja nicht sagen, ich mag das auch nicht so, mit Weihnachten sich verschenken. Ja, meiner Family wurde das auch so gehandhabt, ist logisch. Aber seitdem ich quasi ja meine eigene Familie habe, also mit meiner Frau, damals noch meine Freundin zusammen bin, habe ich es eigentlich immer so gehandhabt. Es ist meinetwegen Mitte November. Was wünschst du dir zu Weihnachten, Frau? Sie sagt, das. Kaufen, da hast du. Warum soll man das erst an Weihnachten schenken? Kann man doch auch schon vorher. Muss doch nicht an dieses blöde Datum gebunden sein. An dieses heidnische Winterfest. Ja, es hat nichts mit der Geburt von Jesus Christus zu tun. Es ist ein heidnisches Ritual gewesen, ein heidnisches Fest gewesen, was dort abgehalten wurde. Die Kirche hat es erst bloß als Zweckentfremdung verwendet, um halt auch die Heiden auf ihre Seite zu bekommen. Die Kirche ist halt clever. PR-Aktion halt. Nein, und deswegen haben wir uns eigentlich immer was vorher geschenkt. Problem ist halt nur, wenn wir bei ihrer Family feiern, ist immer blöd, wenn man da ankommt. Man wird halt von der Family beschenkt, man beschenkt die Family und sich selbst gegenseitig schenkt man nichts. Und dann diese blöden Blicke immer, die dann kommen würden und man dann sagt, ja, wir haben uns schon beschenkt. Vor einem Monat. Ah, ist halt schlimm. Nee, dann hat sie halt was gekauft, was ich nicht weiß, was es ist. Und ich muss ja auch noch was kaufen und ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Und dann kommen ja auch so blöde Sachen wie, es darf nicht teurer sein als x Euro. Noch bekloppter. Liebe. Man schenkt sich doch quasi Liebe, Zuneigung, Freundschaft, was auch immer zueinander, was das Geschenk ausdrücken soll. Und das Geschenk drückt dann in dem Fall aus einen Wert von X. Cool. Clever. Sie hat mir zwar eine Liste geschrieben, aber ich weiß nicht, was ich davon kaufen soll. Naja. Da wir heute Montag haben, also ich ja nicht, ich habe immer noch Mittwoch, ihr habt Montag, wisst ihr ja schon, wie das neue Projekt heißt, was auch gelaufen sein müsste, sollen tun seit Samstag, denn wie gesagt, nichts dazwischen gekommen ist. Und dazu passend habe ich mir gedacht, ich hole hier den Codex der Sis. Den gibt es ja bei besagten Online-Handel, Versandhaus, Gedöns. Warum sage ich sie einfach bei Amazon? Hier wird das. War ich am Überlegen, ob ich ihr das schenke. Das Problem ist nur, sie weiß, wie teuer das ist und damit das überall. Und sie weiß, damit das mehr kostet als das, was sie mir vorgeschrieben hat, was ich ihr kaufen darf. Ist natürlich scheiße. So, was hat sie mir aufgeschrieben gehabt? Hier Soundtrack von Centurion. Okay, der erste Teil vom Film war gut. Die Musik war auch gut. Kann man sich überlegen. Harveys neue Augen. Gibt's das zufällig gerade bei Steam? Nightmare Before Christmas. Hat sie doch. Ach, Bettwäsche. Und noch mehr buntes Zeug. Nee. Skull Animals. Außer Max. Was sind Skull Animals? Ich bin gerade zu faul zum Googlen. Bis ihr die Frage hört, habe ich das wahrscheinlich eh gegoogelt, aber egal. Außer Max. Haben wir irgendein Viech, was aussieht wie Knochen? Tier? Wir haben so viel Kuscheltierkram hier rumfliegen. Ich hab keine Ahnung. Schafe. Haufenweise Schafe. Schafe! Ja, meine Frau hat einen Schaffetisch. Sie mag Schafe. Sie haben auch alle Namen. Grausam, oder? Ich sammle Pfingsten nur Computerspiele. Und Raps auf dem Feld. Egal. So, wie gesagt, ich werde mir jetzt noch den Kopf zerbrechen, was ich meiner Frau bis zum 24. kaufe. Wie ich mich gerne, kaufe ich es am 24. Was wahrscheinlich nicht geht, weil ich da wahrscheinlich arbeiten muss. Egal. Wenn nicht, kriegst du einen Gutschein. Für Schatz, ich hätte dir gerne was gekauft, aber ich habe es verpennt. Hier hast du Geld, kaufe es dir selbst. Das ist doch mal ein geiles Geschenk.
Nein, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung, ich muss gucken, was ich hier kaufe. Aber wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch so zu Weihnachten wünscht. Natürlich schreibt nicht rein, was ihr euren Liebsten schenkt, wenn ihr jemanden beschenkt, weil Blödsinn. Nicht, dass der hier liest, ne? Wenn der oder die es auch lesen tun hier. Oder noch besser, was war euer bisher geilstes Geschenk, das ihr gekriegt habt? In eurem mehr oder minder bisher kurzem, langen Leben. Wäre auch mal interessant. Ich wüsste es gar nicht, was ich da sagen müsste. Das geilste Geschenk. Geschenk. Was war denn das gewesen? N64-Konsole. Mit Rumble Pack. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel. Fast gewesen. Okay, Star Fox auf jeden Fall hat jeder, glaube ich, gehabt auf der Konsole. Das Spiel. Ist der nicht fertig? Da ist noch nichts mehr. Warum dreht der? Hm? Geisterraps. Was erntet der? Also, ihr seht das doch auch, ne? Also, wie gesagt, das ist Autopilot. Ich mach nix, ne? Hier. Das ist nur Maus. Hä? 41, 42. Hä? Was für Raps? Was erntet der für Raps? It's a bug. Not a bug, it's a feature. Keine Ahnung. Du warst leer, du kannst den Motor aus. Du erntest das Geisterraps mal ab. Den Geisterraps natürlich, wahrscheinlich grammatisch richtiger. Achso. So, drehen. Jetzt werden wir mal die Feldränder gerade machen. Wie gesagt, also N64-Konsole, da war ich keine Ahnung wie alt, die kam in dem Jahr raus. Da habe ich die geschenkt bekommen. Hätte es zumindest eine Playstation gehabt, aber die gab es nicht. Hat mein Bruder sich selber gekauft von seinem ersten Gehalt, glaube ich, damals. Weiß nicht, N64-Konsole was? Ja. So das übergeile Weihnachtsgeschenk. Ansonsten nicht. Nö. Fällt mir spontan nichts ein, wo ich sagen müsste, geil. Nee, wirklich nicht. Nee. Mal gucken, was dieses Jahr ist. Vielleicht wird das ja dieses Jahr getoppt. Aber nichts kann eine N64-Konsole toppen. Doch, eine Wii U. Die kommt ja die Woche raus. Hätte ich gerne, aber kriege ich wahrscheinlich eh nicht. Nee, ich habe mir zu Weihnachten gewünscht, für die, die sich interessiert. Ich bin ja noch einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die eine Uhr tragen. Ich habe festgestellt, dass tun nicht mehr viele Menschen auf dieser Welt, auf diesem Planeten, eine Uhr. Also so ein Ding, was die Zeit anzeigt, was man ums Handgelenk trägt. Weil meine allerliebste Casio-Uhr, inzwischen über 12 Jahre alt, hat ihren Geist aufgegeben. Man könnte zwar noch die Batterie wechseln, aber es bringt auch nichts mehr. Das Plastik-Chassis von der Uhr, was mit Metallfolie überzogen wurde, ist bloß noch Plastik. An dem, da wo das Band dran ist, das ist schon teilweise rausgebrochen. Das Scharnier nicht mehr richtig hält, also das Gelenk. Und habe ich mir einfach mal prompt zu Weihnachten von Schwiegerfamilie eine neue Uhr gewünscht. Ich hoffe, ich krieg sie. Wäre geil. Weil es immer nervig wäre auf Arbeit, vor allem auf Arbeit, wenn man das Handy rauszieht und auf dem Handy guckt, nur weil man ein bisschen wüsste, wie spät es ist. Ist einfach nur blöd. Es sieht auch doof aus.
Man kann zwar dem Chef sagen, ich habe nur geguckt, wie spät es ist, aber es ist trotzdem immer so... so kritisch, sag ich mal. Ich nenne es mal kritisch. So, was sagt denn unser Lager? Ja, Raps. Nein. Raps. Na, guck mal, 28.000 Tonnen. 28.000 Kilo. Wir müssen natürlich wieder was Neues anpflanzen. Machen wir erstmal so und so. Irgendwo war ein Gruber. Habe ich Q gedrückt? Ich habe vorne Q gedrückt. Warum? Geh. Geht doch. Wir brauchen eine Sämaschine. Das ist die da. Dafür bist du der falsche Trecker. Verdammt. Ah. Das. Zack. Den da brauchen wir dafür. Trecker. Los. Roll. Ich würde sagen, wir pflanzen nochmal Raps, weil den haben wir. Irgendwas mit 56 Tonnen auf Lager. Und das müsste ja dann ausreichend sein für erstmal. So. Du warst, glaube ich, Uwe der Bob, ne? Oder warst du nur Uwe? Egal. Helferlein. Gockelockelu. Kikerikis. So. Und der holt mal den Düngerstreuer. Dann können wir nämlich schon mal die Felder durchdüngen. Boah, ich hab Hunger. Schon seit heute Morgen um 5 wach auf der Bühne, um zur Prüfung zu kommen. Was ich ja irgend so ein Depp in der IHK gedacht hat, er muss das ja mal am anderen Ende von Bonn machen, diese Scheißprüfung. Der wird erschossen. Ganz im Ernst. Ja. Um 8, also nur mal so, ne, heute war ja, also für mich heute, immer noch Mittwoch, war ja Prüfung, die war um 8 morgens, was an sich nicht das Problem ist. Da ich aber auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, dürfte ich heute Morgen um 5 aufstehen. Um 5. Da war dunkel. Das letzte Mal bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, als ich beim Bund war. Und selbst da war es 5:15. Ja. Genau. Und, echt um 5 aufstehen. Es war stockduster draußen. Man war zu blöd, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Fertig machen und dann morgens um 6 in den Bus einsteigen, damit man halbwegs pünktlich da ist. Also halbwegs pünktlich heißt für mich, ich bin immer ein Mensch, der relativ überpünktlich ist. Sprich, wenn ich um 8 einen Termin habe, um 8 irgendwo zu sein, bin ich meistens schon um 7:30 da. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Dann wollen wir losfahren. Dementsprechend bin ich auch wirklich denn losgefahren, dass ich so um 7:30 denn da war. Es war echt Hölle in Tüten, ganz im Ernst. Morgens um 6 mit dem Bus fahren. Leute, es ist dunkel. Der Bus, der war so leer. Ich weiß nicht, was die Stadtwerke, wer auch immer diese Bus betreibt, ich glaube Bonn ist es, sich dabei denkt, es war so ein Schlenki, so ein Gelenkbus, wir haben mal Schlenki gesagt. Da hätte so ein Ami-Schulbus gereicht. Ein VW Sprinter meinetwegen mit Sitzen drinne. Ja, hätte gereicht für diese Anzahl an Personen, die damit gefahren sind. Dann ist natürlich so wenig an den Haltestellen los, dass er da gar nicht anhalten muss, dementsprechend der Fahrplan durcheinander kommt. Ich Gott sei Dank mir das gedacht habe und schon mal 10 Minuten vor Abfahrt an der Haltestelle war. Und was hatte ich, ne, was war gewesen? 5 Minuten vor Abfahrtstermin war der Bus da gewesen und ist losgefahren. Wenn Leute pünktlich da gewesen sind, stehen die wahrscheinlich immer noch in der Kälte da. Oh nee, Hölle.
Und dann haben die noch bei der Prüfung umorganisiert. Wir sollten in irgendeinem Raum da rein. Dann haben die aber sich gedacht, ach ja, aus der anderen Berufsgruppe sind aber mehr Leute, also mit der Saal getauscht. Hat natürlich keiner einen gesagt. Und so lustige Dinge. Aufregend. So. Diese Folge wird etwas überzogen. Los. Denn wir düngen noch das Feld zu Ende. Oder? Ach Quatsch. So, 20 Minuten sind rum. An dieser Stelle sage ich Tschüss für heute. Wir sehen uns morgen am Dienstag, den 4. Dezember. Warum mache ich das? Weil ich einen Countdown bis Weihnachten machen will. Habt ihr davon. Warum auch immer ihr. Keine Ahnung. Also bis morgen, Dienstag, den 4.12.2012. Also bis dann. Tschüss.